Hallo und willkommen zu einem neuen Part. Ich gestalte eine Insel ohne Nintendo Switch Online in 30 Tagen. Und zwar zu Tag 14. Und da ist Atze. Was geht? Hör mal zu, Kleines. Ich habe ein kleines Problem. Die Sache ist die. Hast du meinen Gesichtsausdruck gesehen? Ich habe mit einer Emotion gezeigt, dass ich Sorgen habe. Gib mir einfach die Emotion und geh. Man sieht meine Augen aber nicht durch diese Brille. Ich muss sie jetzt auch mal absetzen, die Scherzbrille. Und dann gucken wir direkt mal bei Tina und Sina rein. Weil mein Herbstoutfit... Ich mache hier eine Herbstinsel. Cut nochmal. Wieso? Wieso nochmal? Achso, ja, Leute. Das kann ich mal öfters machen, ne? Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Was ist das für ein Outfit? Ist das ein Raupen-Outfit? Das kenne ich gar nicht. Okay, ich will eigentlich so ein süßes Herbst-Outfit. Ja, aber Leute, können wir bitte darüber reden, dass das hier wirklich ein Raupen-Outfit ist? Man kann eine Regenbogenraupe sein. Soll man meine Figur eine Brille tragen? Ist es noch nicht perfekt. Ich mag den Tulpenhut, aber die Brille ist nicht meins. Das Outfit steht dir. Dankeschön. Wir wollen ja eine herbstliche Insel machen, deswegen soll alles schön herbstlich sein. So, mit Sina muss ich auch mal reden. Es war definitiv die richtige Entscheidung, hierher zu kommen. Passt alles, allein die Landschaft. Meine schöne geterraformte Insel. Dankeschön, Tina. Ich würde es den beiden ja richtig gönnen, im nächsten Animal Crossing mal so eine richtig krasse Boutique zu haben. Es wäre auch irgendwie geil, wenn die sich wieder mit ihrer Schwester verbinden würden. Wenn sie wieder mit Minna zusammen das aufmachen würden. Brille passt farblich gut zum Outfit, ja. Aber die Brille bin einfach nicht ich. Ich habe mir ja meine Augen lasern lassen. Geil, Wuffi macht Sport. Das stellen wir uns erstmal dazu. Ha. Damit kann man geile Thumbnails machen mit der Emotion. Egal, was diese Folge passiert, das wird auf jeden Fall das Gesicht auf dem Thumbnail. Nani? Eins von diesen Posen. Ja, guck mal, das haben wir gestern hier weitergebaut. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden. Es sieht ganz süß aus hier. Und hier kann man den einen Pilz ablegen. Hier kann man auf jeden Fall noch ein, zwei kleine andere Items aufstellen, glaube ich. Lass das ein bisschen offen. Aber hier kann man auf jeden Fall noch ein Buschen machen. Achso, ich muss unbedingt auch neue Büsche holen. Oh, und ich muss einige Bäume einfrieren. Ich habe ja Bäume gepflanzt. Und darf ich nicht vergessen. Deine Welt ist richtig schön. Dankeschön. Es muss aber noch viel passieren. Ich bin auch immer noch super unsicher, ob ich jetzt doch vielleicht mit dem Bodendesign, also nicht Bodendesign, aber mit dem Trampelpfad arbeite, wie ich es hier zum Beispiel gemacht habe, oder ob ich es einfach wirklich komplett weglasse. Es gibt noch so viel, was entschieden werden muss. Ich muss aber bei Nepp und Schlepp reinschauen. Guck mal, der ist schon wieder nicht gewachsen. Es ist so komisch, dass einige Bäume dann nicht wachsen. Okay. Ist es wegen dem Stein? Und ich wollte mich mit meinen Bewohnern anfreunden. Vielleicht können wir ja nochmal Früchte geben, wenn sie mich zu sich nach Hause einladen. Perfekt, haben wir direkt eine Fundsache, um uns noch ein bisschen mehr einzuschleimen. Ah, ich kann gerne mal eine kleine Rundtour geben, wie es aktuell aussieht. Wir haben ja Tag 14, das heißt, Hälfte ist bald rum. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, zu Tag 15 die Hälfte der Insel fertig zu haben. Und wenn man sich die Karte anschaut, dann passt das so fast. Also es ist noch nicht alles hundertprozentig fertig dekoriert. Ich hoffe ja immer noch insgeheim auf die Weizenfelder. Aber das ist der aktuelle Stand. Also hier ist noch gar nichts gemacht. Den kennen wir ja. Das ist auch der erste Bereich. Da ist, also heute will ich unbedingt hier weiter dekorieren, also das fertig bekommen. Das hier war so ein kleiner Ausguck. Oh, da ist ein Ballon auch da hinten. Den schnappen wir uns noch schnell. Heute ist auf jeden Fall nicht so windig. Das Problem ist halt auch, ich baue immer an so vielen Ecken gleichzeitig weiter. Das ist schon fast wieder ein bisschen nervig. Also hier muss auch noch so ein bisschen der Weg dekoriert werden. Hier wohnt Garrett. Das haben wir gestern gemacht. Fehlt aber auch noch sehr viel Deko hier. Dann haben wir hier einen kleinen Minisee. Und hier wohnen dann vier Bewohner. Hier wohnt Hanne, Mimi, Vroni und Larissa. Die Karte sieht schon voll gut aus. Auch hinten die Häuser so zusammen. Richtig nice. Thank you. Ich bin ja immer so, irgendwie ist es mir oft wichtig, wie die Karte aussieht. Manchen Leuten ist es ja auch echt egal. Aber irgendwie mag ich es gerne, wenn die Karte auch schön aussieht. Also bei einer städtischen Insel kann man es vergessen. Da kriegt man das nicht hin. Aber wenn man so ein bisschen eine natürliche Insel machen will, dann ist mir das irgendwie doch wichtig. Genau, und hier haben wir dann so einen kleinen Ausguck. Es ist halt alles irgendwie, ich habe das Yachtmodell bekommen, was ultra nice ist. Es ist halt alles irgendwie doch ein bisschen leer. Und weiß halt nicht, was ich hier... Also Designs machen eigentlich so viel aus. Aber ich hoffe, ich kriege das hier noch ein bisschen gefüllt. Eine Farm will ich auf jeden Fall auch noch irgendwo machen. Genau, hier haben wir aber auch noch ein bisschen was geterraformt. Ich habe mir vorgenommen, viel mit Wasser zu terraformen. Das habe ich sonst immer sehr doll vernachlässigt auf meinen Inseln. Aber diesmal habe ich mir das vorgenommen. Ich muss sagen, es ist irgendwie eine schwierige Umstellung. So, wo ist denn Vroni, die Maus? Jorna ist da. Will die das wiedergeben? Sie war nicht in ihrem Haus.
Die läuft sich hier irgendwo rum. Ah ja, die Pilzlampe habe ich auch bekommen als DIY. Fußballfeld. Ein Fußballfeld oder ein Volleyballfeld wollte ich eigentlich auch nochmal machen. Ich habe das Gefühl, ich muss unten auf jeden Fall noch ein bisschen mehr mit dem Wasser machen. Aber ich bin mal gespannt, was da noch alles passiert. Oh, wir haben sogar eine pinke Blume. Und hier ist die lila Blume. Nice. Damit kann ich eventuell die Hyazinthenlampe machen. 6% Chance. Ich habe es extra nachgeschaut, dass aus den zwei Orangenen eine lila Blume kommt. Und es ist einfach passiert. Ich würde am liebsten jetzt auch die Steine bearbeiten, aber ich habe dann noch 3 Essen. 3 Kraft. Ich muss erstmal ein paar Bäume umpflanzen. Ich glaube, ich nehme direkt hier einen kleinen Baum mit. Und die anderen Bäume mache ich größer. Ich finde die kleinen Bäume nicht so schön, aber ab und zu eine Stufe noch weiter finde ich am coolsten, wenn es um eingefrorene Bäume geht. Aber damit kann man ein paar coole Sachen machen. Machst du am Ende auch eine Inseltour? Ja, von der Insel wird es dann auch eine Schlummeranschrift geben und natürlich auch eine Inseltour. Yes, yes. Hast du Vorsätze fürs neue Jahr? Gute Frage. Also, letztes Jahr habe ich mir ja vorgenommen, ja einfach mehr das zu wertschätzen, was ich bisher erreicht habe und mich nicht mehr zu sehr stressen zu lassen und ein bisschen mehr das Leben in vollen Zügen zu genießen. Und ich habe gesagt, also die ersten 2 Jahre, als ich mit Content Creation angefangen habe, habe ich mir halt so gesagt, oh mein Gott, ich kann nicht länger als eine Woche irgendwo weg sein, weil ja, dann gerate ich wieder in Vergessenheit und alles und dies, das, hat mir halt voll den Stress gemacht. Dieses Jahr habe ich mir dann zum ersten Mal gesagt, okay, ich bin jetzt noch in dem Alter, wo ich das machen kann. Ich bin noch jung. Wenn ich Trips jetzt plane mit meinen Freunden oder was wohin, dann will ich das auf jeden Fall machen und nicht immer sagen, okay, ich kann nicht so lange wegbleiben wegen dies und das. Dann war ich dieses Jahr ultra viel weg. Also sogar fast ein bisschen zu viel weg. Also ich habe sehr viel unternommen, sehr viel gesehen, was auch nice ist. Aber ich würde mir gerne für nächstes Jahr ein bisschen mehr Consistency, also Konsistenz. Ein bisschen mehr, wie nennt sich, wie heißt Consistency? Nein, das ist auch das falsche Wort. Wie heißt das denn, Leute? Konstanz? Wisst ihr, was ich meine? Konstanter sein? Aber es gibt da noch ein anderes Wort. Aber ja, das würde ich mir auf jeden Fall vornehmen, was jetzt Arbeit angeht. Also Content Creation. Beständigkeit? Ja, quasi. Aber gibt es noch so ein Wort? Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also ein bisschen mehr Regelmäßigkeit. Ich glaube, mit dem Wort klappt es auch. Das nehme ich mir auf jeden Fall für den Job vor und privat natürlich weiterhin so glücklich sein wie jetzt, weil aktuell, jetzt gerade ist es ein bisschen stressig so, aber aktuell bin ich sonst aktuell wirklich sehr, aktuell habe ich schon aktuell gesagt, bin ich eigentlich sehr glücklich und happy und das will ich mir natürlich beibehalten. Konsequenter, ja, konsequenter. Vielleicht kontinuierlich, konsequent, Kontinuität, genau, das sind die Wörter. Ha, Hilfe, ich brauche einen anderen Baum. Welchen Baum brauche ich denn? Okay, warte mal, wir tauschen den Baum aus. Ach ja, stimmt, vergessen. Nein, jetzt habe ich... Perfekt. Ich wollte den großen Baum jetzt dahin machen und da lieber nochmal einen kleineren Baum hinmachen, weil er so viel weg vom Weg nimmt. Weil den Weg verdeckt, meine ich. Ich brauche Platz in meiner Tasche. Okay, warte, bevor ich das mache. Wir spulen ja eh gleich einen Tag nach vorne. Dann passt das, wenn ich den Baum... Nein! Einfach nochmal eins auswachsen lasse. Ist das ein großer Nadelbaum? Ja. Und dann hier? Oh shit, das passt nicht. Vielleicht könnte ich hier eine kleine Tanne hinmachen. Das könnte auch doof aussehen. Muss mal gleich schauen. So, der eine Baum. Wobei es eigentlich süß aussieht, oder? Wenn die Bäume so klein sind. Aber ich lasse es jetzt erst nochmal auswachsen. Komm. Gib mir Geld. Waldboden. Wir gehen jetzt erstmal zu Dings und kaufen neue Büsche, weil meine Büsche sind... Achso, Vroni habe ich immer noch nicht gefunden. Wo ist die denn? Das will ich nochmal kurz machen. Also da war sie eigentlich nicht. Ich gucke trotzdem nochmal. Sollte sie vor ihrem Haus gespawnt sein, dann müsste sie aber eigentlich gefangen sein. Außer sie ist hier irgendwo lang gegangen. Wo können die denn noch sein? Bei Nepp und Schlepp vielleicht. Ich habe noch gar nicht geschaut, was es für Items heute gibt. Oh, ich hätte jetzt Bock auf die Rahmen. Yummy. Auf mir die mal. Buchgartenschlauch. Ja, super. Nichts dabei, was ich gebrauchen könnte. Habe ich diesen Gasherd schon? Ich glaube nämlich schon. Ja. Vielleicht kaufe ich mir diese Statue. Wer weiß, wo man die noch verwenden kann auf der Insel. Ah, Mist. Habe ich? Nein. Habe ich Karottensetzlinge? Ich weiß es gar nicht. Ich kaufe mir mal 5. Und es sind leider die falschen Büsche. Da muss ich noch mal eine Woche zurückspulen. Ich will unbedingt mal meine Dingslaternen da umgestalten. Ich habe die in weiß. Aber ich will die in braun haben. Aber ich habe das Lager noch nicht. Also ich habe Turtle noch nicht. Und ich sehe es nicht ein, dafür jetzt 100.000 zu bezahlen. Okay, ich pflanze mal die Sachen hier oben. Ich brauche eine Toilette. Aber ich sehe es auch gerade irgendwie nicht ein. Ich habe das jetzt außer Sehen gegessen. Ich wollte halt gucken, ob es funktioniert.
Weil ich will eigentlich die Steine bearbeiten und dann einen Tag nach vorne spulen. Vielleicht mache ich hier dann noch ein bisschen mehr. Mann, ich brauche andere Bäume. Das ist auch mein größtes Problem. Okay, aber vielleicht mache ich hier noch so ein bisschen so einen kleinen Vorsprung, dass man hier so runter gucken kann. Ich weiß nicht, ob das nice ist. Und ich frage mich, ob ich hier dann auch noch so einen Weg hin mache. Hier fehlt auf jeden Fall auch noch ein oder andere Baum. Ein großer Baum wäre aber vielleicht zu... Er nimmt zu viel Platz weg. Ja. Ich brauche einen mittleren Baum hierfür. So, und hier wollte ich ja den Weg lang führen lassen. So. Ich pflanze jetzt hier gerade extra nur Bäume, damit hier meine Kraft da oben weggeht und ich die Steine bearbeiten kann. Hast du die Bäume schon eingefroren? Den Baum habe ich noch nicht eingefroren. Ich bin mir halt nicht sicher, ob soll ich den so lassen oder soll er nochmal eins größer werden? Wird eins größer? Ja, dann lasse ich das nochmal auswachsen. Ich muss einen Tag dafür vorspulen. Einige Bäume müssen dafür noch auswachsen. Gut. Oh, schon wieder ein Luftballon. Langsam fangen sie mich auch wieder an zu nerven. Jetzt, wo ich die DIYs habe, die ich haben wollte. Wobei, mir fehlt immer noch der Baumstammhocker. Und Vrodi habe ich immer noch nicht gefunden, fällt mir auf. Oh, Lehm. Wir nehmen zwei Bäume davon. Problem ist, damit wird nicht meine letzte Kraft aufgebraucht. Hier, das kommt ja auch noch weg, ne? Hier sollte eigentlich noch ein Tor hinkommen. Okay, mal schauen, wie das aussieht, wenn die Bäume ausgewachsen sind. Vielleicht ist es dann too much, wenn die jetzt alle drei auswachsen. So, den Nadelbaum mache ich einfach hier noch hin. Ja, mache ich denn jetzt hier nochmal so einen kleinen Bereich, wo man hier so auf den Wald runter gucken kann? Problem ist, hier ist schon wieder zu eng auch. Mann, das nervt mich, dass man hier keinen Baum hinpflanzen kann. Das ist so schade. Müssen wir das so machen? Ich frag mich echt, wo Vroni ist, Leute. In der Schneiderei war sie, glaube ich, nicht. Bei Nap und Schlepp war sie auch nicht. Das ist mir ein bisschen zu sehr zickzack hier. Das finde ich auch doof. Aber so muss es jetzt sein. Okay, so könnte es ganz süß aussehen. Ja, und dann wollte ich hier die Schaukel aufstellen eventuell. Mit so einem kleinen Ausdruck. Ich habe eine Idee in meinem Kopf, die süß sein könnte. Aber ich weiß nicht, ob das dann gut aussieht. Hier muss ja auf jeden Fall auch ein Baum muss hier stehen. Hier. Dann muss das noch größer. Ich habe eine Vision, Leute. Ich habe eine Vision. Ich hoffe, ich kann sie mit euch teilen. Ah, ich habe auch schon wieder vergessen, dass ich ja eigentlich was mit Wasser machen wollte. So, hier dann noch ein Busch. Oh, mein letzter Busch. Perfekt. Wo ist Vroni, Mann? Vroni, wo bist du? Vielleicht ist sie auch bei jemandem im Haus. Oder war sie doch bei Tina und Sina? Ach, guck mal. Ich habe es einfach gespürt. Sie hat Geschmack, dass sie mit Gunnar rumhängt. Das hatte ich als erstes überlegt, dahin zu machen. Aber jetzt will ich die Bank dahin machen. Aber wir machen es jetzt einfach mal so. Es gab mal so ein süßes... Ich weiß nicht, ob ich es irgendwie auf Pinterest gespeichert habe. Es gab mal so ein süßes Bild, wo man auch so um den Baum herum sowas gemacht hat. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt... Lass ich so. Okay, mal schauen, ob ich es auf Pinterest finde. Ah ja, das hier quasi. Okay, aber das ist zu groß für die Area. Aber das kann man vielleicht an der einen oder anderen Area noch machen. Aber ich lasse die Bank jetzt erstmal so klein. Oder vergrößert das jetzt alles einfach nochmal. Müsste man das aber auch noch da schieben? Weiß ich nicht. Ich brauche auch Hartholz. Holzbeet aber. Ja, sieht irgendwie süß aus. Mann, ich brauche Hartholz. Warum gönnt das Spiel mir kein Hartholz? Ich hoffe einfach mal, dass kein Wespennest runterkommt. Inzwischen habe ich auch mehr Bäume. Da ist die Wespennestdichte zum Glück nicht mehr so hoch. Vielleicht wird es passieren. Gleich kommt ein Wespennest. Aber ist mir egal. Von meiner Steinaxt muss ich mich wohl verabschieden. So, ganz kurz hier ein bisschen farmen. Und dann spule ich gleich einen Tag nach vorne, weil ich brauche neue Büsche und alles. Aber erstmal noch ein bisschen abfarmen. So, guck mal, Leute, das ist schon mal fast der Anfang des Steinkreises. Die sind so nah aneinander gespawnt. Ich weiß nicht, ob das ein Zeichen ist. Irgendwie kriege ich kein Lehm hier raus. Also Lehm und Hartholz. Mangelware bei mir. Steinkreis wird auch langsam was, ja, ne? So, okay, dann nochmal ganz schnell die Steinaxt machen. Ich habe den Tipp ja bekommen. Ich habe noch nie einen Steinkreis in Animal Crossing gemacht. Vielleicht ist es echt die erste Insel, wo wir das machen. Man soll das halt am Ende machen, wenn man schon relativ viel platziert hat. Deswegen, ich lasse es mal da stehen. Okay, es waren trotzdem sehr wenig Holz.
Ich nehme noch ein paar Bäume mit und dann spuren wir einen Tag nach vorne. Dann ist nämlich eine neue Woche in der Hoffnung, dass Gerd dann die Büsche anbietet, die ich brauche. Es kann doch wirklich nicht sein, dass ich hier so einen Hartholzmangel habe. Nehmen wir mal den Baum mit. Den Baum. Achso, den kann ich nicht. Okay, dann nehme ich den Baum mit. Ich muss mich gleich auch wirklich sehr konzentrieren, welchen Baum ich dann noch einfrieren muss und welchen Baum nicht. Weil ich habe langsam ein bisschen die Übersicht verloren. Ach, guck mal, den könnte man wirklich einfrieren. So. Und da merke ich mir einfach, weil da kann einfach auch wieder eine große Tanne hin. Dann sind es immer zwei Bäume. Okay, da kann einfach ein großer Baum noch hin. Aber das mache ich morgen. Habe ich alles gemacht, was ich machen wollte? Flaschenpost habe ich, glaube ich, nicht gefunden, oder? Ich guck nochmal ganz schnell. Egal. Vielleicht ist da genau das drin, was ich brauche. Das triggert mich jetzt schon ein bisschen. Ich bin auch langsam zu ungeduldig dafür. Ich will halt vorankommen. Okay, das Erste, was wir checken, Nook Shopping. Okay. Es ist kein Weizenfeld, aber es ist ein Anfang. Und den kann man auch gut als Deko benutzen, der Turm alleine. Schon mal nice. Es fängt mit den Burg-Items an. Ja, Mann! Also den Turm alleine kann man auch süß als Deko irgendwo aufstellen. Das finde ich toll. Das ist aber ultra teuer. Okay, das Problem ist, mein Geld nicht mehr im Sinn gehabt, dass die Burg-Items so teuer sind. Und jetzt gehen wir nochmal bei Depp und Schlepp rein. Vielleicht ist ja noch was anderes Geiles heute am Start, ne? Muss mir noch eine Stadtflagge designen, fällt mir auch gerade ein. Wäre jetzt lustig, wenn heute noch die Weizenfelder drin wäre. Ich kann das Dino-Schild da mitnehmen, aber wie teuer ist das? Komm, nehmen wir mit. Vielleicht kann man es irgendwie doch vor dem Museum aufstellen oder so. Besser haben als nicht haben, ne? Ich habe das Gefühl, ich brauche bald neue Blumen. Weißkostüm. So, dann bei Gerd reinschauen. Gucken, ob jemand craftet. Die Bäume alle einfrieren. Oh, mir fällt ein, ich habe keine Früchte. Oh, okay, es sind einige nachgewachsen. Noch weiter in Hartholz. Das ist doch... Das ist doch... Ich glaube, ich baue heute auch ein bisschen weiter. Beim Schnee, während es schneit. Ich lasse mich davon jetzt nicht ablenken. Frieren wir die Bäume mal ein. Ich habe die Bäume jetzt extra weit auseinander gepflanzt. Jetzt brauche ich halt für jeden Baum einen Baum. Ein weiteres Obst. Weil sonst wachsen meine Bäume irgendwie nicht, wenn ich zu nah aneinander pflanze. Warum ist es bei dir so grün auf der Insel? Ich bin nicht im Originaldatum quasi. Das wird ja eine Herbstinsel und ich spule hier. Deswegen bin ich noch im November. Das wird auch erstmal so bleiben. Ich bin auch nicht so ein Fan vom Winter im Animal Crossing. Vielleicht irgendwann mache ich mal eine Winterinsel. Aber ich denke eher, das wird erst nächstes Jahr sein. Mal schauen. Die Bäume habe ich alle eingefroren. Ich glaube, ich lasse die beiden Bäume klein. Und hier sollte dann ein großer Baum hinkommen. Oh Mist, okay. Ich glaube, hier war der kleine Baum doch besser. Wir machen es einfach so rum. Dann sieht man die Pilzlampe besser. Und dahinter kommt die Birne. Okay, gut, dann gehen wir nochmal ganz schnell auf Gerds Insel. Heute bin ich auf einmal richtig im Baufieber drin. Gestern habe ich mich richtig lang vom Bauen gedrückt. Bitte zeig mal die Wasserfälle hinterm Rathaus. Yes, kann ich gleich machen. Ich gehe nur ganz schnell zu Gerd, dann kann ich das zeigen. Ich hoffe, dass er die Sachen hat, die ich brauche. Das Terraforming hinterm Rathaus habe ich aber 1:1 kopiert von Horrible Gaming. Habe ich einfach eiskalt kopiert. Ich möchte einkaufen. Leider auch nicht die Büsche, die ich brauche. Ein paar Weiße jetzt hinten. Okay, das ist natürlich jetzt sad. Okay, ich spule ganz schnell eine Woche nach vorne. Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag. Hier hat Gerd dann die Büsche im Angebot, die ich brauche. Es wird wahrscheinlich jetzt sehr schrecklich aussehen, weil wir jetzt mitten im Dezember sind. Aber ich schau mal. Montag, Dienstag, Mittwoch. Oh, ich habe Donnerstag vergessen, ne? Auf den wievielten habe ich gespult? Perfekt. Der 4. Dezember war ein Montag, ja. Ja, dann gehen wir nochmal rein. Ich bin schlecht, was Zahlen angeht oder zählen oder was auch immer. Oh, jemand ist auf dem Campingplatz. Ich habe auch vergessen zu gucken, was bei Nook Shopping und so drin ist. Helmut ist süß. Nee, er ist zu grün. Vom Farbschema von den Bewohnern ist er zu grün. Ganz schnell Nook Shopping. Als ob. Okay. Und da ist auch noch Gerd auf der Insel. Hat er eigentlich ein anderes Sortiment, wenn ich auf seine Insel gehe? Oder hat er das gleiche Sortiment? Wahrscheinlich hat er das gleiche, ne? Ja, glaub schon. Nochmal ein anderes Sortiment?
Okay, ich muss ganz schnell Geld abheben und das Burgtor kaufen. Dann fehlt mir echt nur noch eine Sache. Ich habe die Burg-Items, aber kein Weizenfeld. Oh, Mann. Bei mir wäre nicht auf Habis Insel, als er von meiner war. Ah, okay. Morgen dann wieder. Das schaffe ich zeitlich nicht. Kaufe noch schnell das Burgtor. Gehe noch ganz schnell bei Nepp und Schlepp rein. Meine Tasche ist auch voll. Und das ist der Bereich hinterm Rathaus. Ich mag es wirklich sehr. Vom Terraforming her finde ich das echt sehr schön. Ich versuche das eigentlich gerne nochmal irgendwie zu rekonstruieren, aber bisher ist es mir noch nicht gelungen. Oh shit, meine Tasche ist auch voll, fällt mir gerade auf. Den Stuhl. Immer nochmal nehmen. Spielzeugbuch brauche ich nicht. Okay. Gut. Dann war es das mit der Challenge für heute. Morgen ist dann der 15. Tag. Ich muss mich echt dran halten.